Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Ich habe heute wieder einen Quick-Tipp für euch, denn ich werde in letzter Zeit ziemlich häufig gefragt, wenn das Stanz- und Falzbrett für Umschläge jetzt das Sortiment verlässt, können wir dann oder wie können wir dann überhaupt noch individuelle Umschläge für unsere Karten falzen? Da habe ich heute einen Tipp für euch, wie das geht. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt und es ist im Prinzip gar nicht schwer. Wir greifen einfach mal zurück auf unser SimpliScored Falzbrett. Und das präparieren wir uns ein bisschen. Ihr seht hier, dass ich mir mit einem permanenten Stift, ich habe meinen weißen nicht gefunden, deswegen habe ich Kupfer genommen und Kupfer ist ja auch viel edler. Und da habe ich mir einfach hier in dieser Falzrinne diesen Streifen einmal runtergezeichnet. Am besten mit einem permanenten Stift und mit einem, den ihr gut seht. Meiner ist jetzt gerade mal abgängig. Aber das braucht ihr, weil wir das als Anlegemarke brauchen. Und ich habe jetzt zwei gängige Maße, mal für einen normalen Umschlag, in den auch eine Karte passt. Ihr seht das. Zack, ist die Karte drin, individueller Umschlag fertig. Das ist hier mein Prototyp, mein Muster, da habe ich altes Designerpapier für genommen. Und alles, was ihr braucht, ist ein Stück Designerpapier. Quadratisch zugeschnitten. Und zwar, ich muss mal hier meinen Zettel nehmen. Habe ich mir hier ein Stück zugeschnitten auf 21 cm mal 21 cm quadratisch, das sieht man. Und jetzt lege ich das so diagonal hin, dass die Ecke hier oben, Moment, ich hoffe, man kann das sehen, dass sowohl diese Ecke auf der 6-Inch-Markierung, hier oben ist das ja noch relativ einfach, weil da habt ihr ja die Markierung, als auch hier unten auf der 6-Inch-Markierung ist und deswegen dieser durchgehende Strich, weil der für uns zur Orientierung ist. Jetzt drehe ich das mal wieder um. So. Und um jetzt diesen Umschlag im Standardmaß zu falzen, ziehen wir hier gleich die geraden Linien runter. Und zwar einmal, wir legen uns das hin, bei 8 1/4 Inch, das ist hier die nächstgrößere neben der 8. Da könnt ihr dann hier in der Nut runtergehen, sachte ziehen und auf der anderen Seite bei 4 1/4 Inch. So. Dann drehen wir das ganze Papier um 90 Grad und legen wieder diese Ecken genau in die Nut. Und jetzt falzen wir bei 9 Inch auf der einen Seite und bei 3 Inch auf der anderen. So. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Jetzt nehme ich mir den Eckenrunder, Stanz- und Falzbrett für Umschläge hatte den ja schon mit drin, aber wir haben ja die Trio-Stanze, dekorative Details und auch da haben wir einen Eckenrunder. Da können wir jetzt unsere 4 Ecken, wir brauchen ja gar nicht alle, aber ich mache jetzt mal alle 4, abrunden. Und um jetzt diese Ecken hier, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, rauszuschneiden, nehmen wir uns einfach die Papierschere, schneiden das ein bisschen schräg raus. Es ist wirklich nicht kompliziert. Und die Maße schreiben wir uns am besten auch irgendwo hin. Dann vergessen wir die nämlich nicht. Und meistens brauchen wir ja den Umschlag sowieso nur im Standardmaß. Für alle anderen müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Das Prinzip habe ich euch ja erklärt. So, jetzt werden alle Linien gefalzt. Und da erkennt ihr dann jetzt auch schon den Umschlag. Wunderbar, das kleben wir noch zusammen. Hier habe ich mein Abreißklebeband. Und so schnell haben wir einen Umschlag fertig. Wir brauchen das Envelope-Punchboard gar nicht. Envelope heißt das, glaube ich, ne? So. Wer mag, könnte das jetzt, bevor er es zusammenklebt, noch rausschneiden. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und damit haben wir das Standardmaß für unsere Karten. Wir können die wunderbar verschicken. Das ist das Maß für
normalen Briefumschlag. Und dann haben wir ja hin und wieder, und das mache ich ja auch sehr gerne, so Gutscheinkarten. Das ist jetzt hier eine Blankokarte zum in die Kamera halten. Und auch dafür habe ich uns ein Maß ermittelt. Alles beginnt wieder mit einem quadratischen Stück Papier. Welche Seite nehmen wir denn? Wir können auch mal die nehmen, ne? Oder nehmen wir die? Die ist vielleicht ein bisschen neutraler. Und das habe ich jetzt zugeschnitten auf 5,5 Inch mal 5,5 Inch. Und das legen wir uns wieder hier die Ecken diagonal auf unsere Markierung. Jetzt erkennt man es hier vielleicht auch ein bisschen besser, ganz unten am Bildschirmrand. Und jetzt falzen wir bei 4 Inch und bei 8 Inch. Drehen das Ganze um 90 Grad. Wieder schön die Ecken ausrichten. Und jetzt bei 5,5 Inch. Nee, es sind 4,5, Entschuldigung. Ich habe jetzt quasi von hier aus gezählt, es sind 4,5. Achtet bitte auf die Untertitel. Es kann sein, dass ich mich vorhin auch vertan habe. 5,5 und 7,5. Das ist, wenn man von der Mitte aus zählt, ne? So. Und auch da wir müssen gleich noch die Ecken rausschneiden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen konfus. Oh. So, mal gucken, wo sie hier sitzen. Ach, das sind nur ganz kleine Ecken. Und auch hier runden wir uns die Ecken an. Im Prinzip braucht es ja bloß für die Klappen. Ich habe hier jetzt nicht ganz so sauber rausgeschnitten. Ein bisschen Abreißklebeband. Und dann passt da wunderbar eure Scheckkarte rein, noch eine kleine Karte dazu. Aber das ist so eine Standard-Notizkartengröße. Und damit ist auch das wunderbar eingetütet in den Briefumschlag. Perfekt zum Verschenken. Das ist mein Quick-Tipp für heute. Wie gesagt, guckt bitte in die Untertitel. Da habe ich die richtigen Maße drin, falls ich mich jetzt hier auch irgendwie vertan habe, weil ich ja immer von der Mitte aus gucke. Das sind dann 5,5, aber es sind eigentlich 4,5. Ihr wisst, was ich meine. Mein Quick-Tipp für heute, Umschläge mit dem Simpliscored-Falzbrett und probiert es einfach mal aus. Es ist alles nicht so schlimm. Es ist ganz einfach, wenn man nur erstmal weiß, wie. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss, bleibt gesund, bleibt kreativ und Tschüss aus Hamburg. Tschüss!